Leonardos Knochen lösen sich auf Curvy-Bloggerin liebt Mr. Sixpack. Vater springt mit Tochter 60 Meter in die Tiefe. Anna Ermakova, Überraschungsbesuch von Papa Boris am Geburtstag. Kater Rückkehr zu viel Alkohol. Chinese kriegt einen Fetthals. Kind rollt mit Auto der Mutter in einen Fluss. Isabel Horn süßer Post auf Instagram. Süße Familientradition zum ersten Kindergartentag. Zwilling bekommt Spenderorgan. Bruder stirbt. Boris Becker gratulierte Tochter Anna persönlich zum 18. Geburtstag. Kaum zu glauben, Anna Ermakova, die uneheliche Tochter von Boris Becker, 50, ist offiziell volljährig. Ihren 18. Geburtstag feierte sie in London. Mit ihrem Papa, wie jetzt herauskommt, die Tennislegende gratulierte seinem einzigen Mädchen nicht nur per Twitter, sondern stattete ihr auch einen Besuch ab. Was Anna und ihre Mama Angela Ermakova dazu sagen, haben sie exklusiv im Interview mit RTL verraten. So denken Anna und ihre Mutter über Boris überraschendes Auftauchen. Nähern sich Vater und Tochter jetzt wieder an? Eigentlich gilt das Verhältnis von Boris Becker zu Anna Ermakova und ihrer Mutter seit Jahren nicht als das Beste. Obwohl sowohl der ehemalige Tennisstar als auch seine Tochter in London wohnen, schienen sie sich bisher eher selten zu sehen. Und zu Annas 18. Geburtstag am 22. März postete Boris eine äußerst knappe Nachricht bei Twitter. Happy Birthday, schrieb er zu einem Foto seiner Tochter und fügte noch die Hashtags Anna 18 und Family an. Doch es blieb nicht nur bei diesem Glückwunschposten, denn zur Feier des Tages erschien am Abend ein ganz besonderer Gratulant bei Anna. Papa Boris tauchte auf einmal mit Blumenstrauß und Grußkarte vor deren Londoner Wohnung auf. Er wollte es sich offenbar nicht entgehen lassen, seiner Tochter auch persönlich zu ihrer Volljährigkeit gratulieren. Was Anna und ihre Mutter zu Boris Besuch sagen, sehen Sie im Video. Anna Ermakova ist Boris Beckers einzige Tochter. Anna Ermakova ging 2000 aus einer Kurzzeit-Liaison von Boris Becker mit Angela Ermakova hervor. Das Techtelmechtel des Wimbledon-Siegers mit dem russischen Model sorgte seinerzeit als Besenkammer-Affäre international für Schlagzeilen. Damals war er noch mit Barbara, 51, der Mutter seiner Söhne Noah, 24, und Elias, 18, verheiratet. Aus der Ehe mit seiner aktuellen Ehefrau Lilly, 41, hat Boris außerdem noch den Sohn Amadeus, 8. Wie Annas große Geburtstagsparty abgelaufen ist, sehen Sie am Sonntag, 25. März bei Exklusiv Weekend um 17,45 Uhr auf RTL und bei Prominent um 23,30 Uhr auf Vox.